Ja, hallihallo, ich grüße euch. So, Leute, weiter geht das mit unserem kleinen P-Zero. Ja, wir machen jetzt einfach weiter hier mit der Installation von SoundMinder, laut Anleitung. Mal schauen, ob er noch da ist. Jupp. So, ich mache das genau, wie es hier in der Anleitung steht. Und hoffe, es läuft dann auch so durch. So, dann geben wir ohne Get. Okay, probieren wir das mal aus. Kannte ich so noch nicht. Dass das bei mir so lange dauert, liegt nicht unbedingt an dem kleinen P0. Das liegt eher an meiner Internetleitung. Weil ich habe so eine wahnsinnig schnelle 6000er Leitung, die dann meistens so um die Viere rumdümpelt. Dementsprechend dauert das bei mir ein bisschen länger als wahrscheinlich bei den meisten anderen. So, dann fangen wir mal an mit den Befehlen. MySQL save, MySQL do. Ja, machen wir das hier unter die Band Address. Steuerung O to save. Okay. Gut. Ich mache das auch nicht oft. So, bis dahin sind wir schon mal durch. Das ist gut. Die Secure Installation haben wir durchgeführt. Das müsste eigentlich okay sein. Dann machen wir hiermit weiter. Hier mal einen Kaffee.
So, die Installation ist durch. Jetzt kommt es noch an, ob das Programm startet oder nicht. Gut. Wir haben aber nicht Amerika, New York. Wir haben Europa, Berlin. Ich muss mal gerade die Abkürzung dafür suchen. Ja, ich habe jetzt gerade mal hier nach einer Seite gesucht. Also Europa, Berlin. Ich hatte schon recht. Das wird einfach so reingeschrieben. Gut. So, damit haben wir den Eintrag drin. Und dann restarten wir mal den Apache. Ja, theoretisch soll es jetzt laufen. Start bei dem Kleinen. Und dann schauen wir gleich mal. So, dann schauen wir mal, ob er da ist. Gut, die Seite wird noch aufgerufen. Jetzt müsste so ein Miner starten, wenn es funktioniert.
gut aus. So, und jetzt sollen wir in den Options noch was ändern. Und zwar Pass. Da ist es. Okay. Wie editiere ich das? So, jetzt müssen wir dem ganzen Schätzchen noch eine Kamera verpassen und dann kann das Ganze konfiguriert werden. So Leute, der Kleine hat neu gestartet. Ich habe ihm jetzt eine Webcam angeschlossen. So eine Microsoft Standard irgendwas, alte Kamera. Jetzt ist die Frage, wird die erkannt, wird die nicht erkannt? Das ist so ein bisschen wiggelig bei Linux, das Einrichten von Webcams. Ja, ist so eine Sache. Ich habe hier eine Seite gefunden, wo es im Grunde so ein bisschen erklärt ist, was man machen kann. Einfachster Blick, erstmal schauen, hat er sie erkannt? So, und ich habe jetzt hier schon ein Gerät. Das heißt, für mich ist das Thema eigentlich durch. Die Kamera müsste laufen. Wird das Gerät nicht erkannt, kann man über die Hardware-Info ein paar Sachen rausfinden und dafür dann den passenden Treiber praktisch installieren. Wir können auch mal gerade das ausführen. Ich weiß nicht, ob es drauf ist. Nee. Ja, was gibt er denn bei mir aus? Da ist sie. Aha, ist eine Live-Cam, okay. So, hier steht jetzt Driver Activation Command. So, damit müsste der Treiber funktionieren und müsste hier zu finden sein. Ja, inzwischen ist eine ganze Zeit vergangen. Ich habe gerade beim Schneiden festgestellt, dass die Aufnahme ab hier eigentlich unbrauchbar war. Ich mache jetzt einfach hier den Rest nochmal neu. Wenn man in der ZoneMinder-Konsole drin ist, geht man auf Add New Monitor und kann dann hier auswählen, im Grunde, was es ist. Auf Probe kann man sehen, was das System gefunden hat. Kann eine Kamera auswählen. Dev 0 ist da. Damit ist die Kamera schon mal drin. Was noch bei der wichtig ist, ist die Auflösung. 240 und save. Ja, und wenn hier alles schön grün leuchtet, dann ist das soweit alles erkannt, funktioniert.
Man kann sich ein Live-Bild abrufen. Ja, SoMinder bietet viele Funktionen. Das ist aber was, da kann sich jeder selber mit beschäftigen. In erster Linie ging es mir darum, erstmal nur ein Bild zu sehen. Das hat funktioniert. Jetzt ist somit eigentlich erstmal der zweite Teil abgeschlossen. Und als nächstes kommt dann noch ein bisschen Steuerfunktionalität rein im dritten Teil, so dass man auch aktiv irgendwie über einen Webbrowser eine Klingel betätigen kann, beziehungsweise eine Klingel hört, wenn sie von außen einen Türöffner betätigen kann, meine ich, und eine Klingel hört, wenn sie von außen betätigt wird. Ja, ihr wisst schon, was ich meine, irgendwie sowas in der Richtung. Ja, das war's für den zweiten Teil. Macht's gut, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.